Yo, 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 hier ist der Gusua. Weiter geht's. Facecam jetzt draußen, weil wirklich die Sonne zu krass echt rein splasht. Und das geht halt gar nicht. Also da sieht man mich gar nicht richtig. Und dann ist das natürlich ein bisschen scheiße. So, reingehauen hier mit Only Archers und einem Poison Spell, wo ich sage, das ist vollkommen in Ordnung. Also die Verbindung Poison Spell und Bogies, vollkommen okay, falls dann wirklich was aus der Clanburg kommen sollte, was hier relativ unwahrscheinlich ist. Der sieht ziemlich inaktiv aus. Aber man weiß ja nie, dann hat man wenigstens nicht hier irgendwie 20 Bogies da zu verbraten. Haut mal lieber kurz meinen Poison Spell rauf und fertig ist. Ansonsten cooler Loot auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich habe mich halt dazu entschieden, da wirklich jetzt hier zu Hause noch ein bisschen was an den Start zu bringen, weil ich will euch nicht irgendwie 2 Wochen lang komplett ohne irgendwas liegen lassen. Das muss dann auch nicht sein. Wie gesagt, wenn es nicht anders geht, ist das halt so, ganz klare Sache. Aber wenn man es irgendwie machen kann, sollte man das ja schon machen, ganz klar. Wie gesagt, warum bin ich immer noch in dem, sage ich jetzt mal, inoffiziellen Clan? Weil ich halt die, beziehungsweise die Anmeldung sozusagen, also meine Anfrage, wurde vom Nova noch nicht beantwortet, was aber vollkommen in Ordnung ist. Der hat auch irgendwo ein Real Life, also von daher passt das. So. Hier haben wir die Luckys verwendet, wo man natürlich sagen muss, das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, na ja, wenn ich die Luckys verwende. Also die dunklen Truppen haben bei mir schon so fast so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgedient. Ganz ehrlich, weil halt wirklich mein oberstes Gebot ist, komm, hier mach die Helden hoch. Und wenn ich natürlich mit dunklen Truppen angreife, ist das natürlich eine richtig schwere Kiste. Deswegen waren meine Truppen, auch meine Helden jetzt in dem Fall, die ganze Zeit am Anfang so low, weil ich halt gesagt habe, gut, okay, klar, jeder wollte halt dunkle Truppen haben, was ich vollkommen verstehen kann. Ich habe sie rausgehauen. Ja, und was hat ich in dem Fall davon? Klar, Abos, was mega geiler Scheiß ist, logisch. Aber ist natürlich wirklich so. Also da ist man natürlich dann selber heldentechnisch nicht wirklich weitergekommen. Deswegen immer überlegen, wenn ich den Loot kriege. Kleinen Moment, ich lasse es einfach durchlaufen. Zack, zack. Gucken wir mal, was hier geht. Hier eben auch wieder. Und eben auch hier sehr gut gewesen. Hier, weil der King halt alle Dev auf sich genommen hat. Ansonsten würde ich nämlich sagen, wäre das eine Scheißnummer gewesen mit den Luckys, weil die halt vom Magierturm komplett gebrezelt worden wären. Nicht gebrezelt, sondern gebrutzelt. Aber ich habe hier das Gefühl, dass das nichts komplette, also komplett eh nicht. Ah, geil. Hier schön noch Dunkles gezogen. Weil nämlich sonst hätte ich gesagt, naja, mit 36 Bogies kriegt man jetzt nicht mehr so viel hin. Klar ist die Base geschwächt, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber jetzt muss man halt genau hingucken, wo man hingeht, wa? Sind wir mal ehrlich. Hier aber vollkommen richtig, dass man sagt, gut, okay, komm, ich ziehe hier noch das Alex down. Aber viel mehr wird nicht sein. Klar, alleine schon von der Zeit her weiß man, okay, wäre mehr machbar gewesen, aber ist auch in Ordnung gewesen. War okay, klar. Aber ich hätte die Luckys am Anfang nicht so krass gespammt. Weil man... Oh, krass. Weil ich halt... Kurz überlegen. Genau, weil halt die Gefahr einfach da ist, dass man... Ah, Minenwerfer da, das lohnt nicht. Weil die Gefahr halt einfach da ist, dass der eine Luftbombe hat und dann sitzt du da und 5, 6 Luckys sind auf einmal weg und das tut dann schon weh. Ganz klare Geschichte. Ah, soll ich dem das weg? Ich meine, klar, der hat relativ viel... ja, war klar, dass er irgendwo eine Tesla hat. ja, ah, schön, der King bleibt da. Sehr geil, das finde ich gut. Weil hätte ich jetzt noch gegen den King ankämpfen müssen, wäre nicht so toll gewesen. So, Test, genau. So, hier dann,
Ich meine, ich denke, das sollte klar sein, aber wenn ich halt eben hier eine Tesla habe und die Range der Kanone halbwegs einsehen kann, dann droppt man natürlich die nächsten Sachen nicht mehr in der Range von den beiden Dev-Gebäuden. Ich denke, das sollte klar sein. So, nee, ansonsten läuft das hier, wie gesagt. Im letzten Video hatte ich es ja auch gezeigt und in der Beschreibung habe ich es auch drinne gehabt, den Link zu dem Video vom Zweitkanal mit der Wohnung, dass ihr halt einfach mal ein bisschen seht, okay, das geht da halt weiter. Und es ist halt, ich freue mich da halt mega drüber, dass es da einfach wirklich mit riesengroßen Schritten weitergeht. Also wirklich zuvor war es halt einfach nur, ja, ich meine, ich hatte meine Internetleitung, das hat mir gereicht, das war vollkommen okay. Was ist er hier für ein Troll? Ziemlich geiles Ding, ich würde mal fast sagen, warum macht man sowas? Wir zoomen ran und wir machen mal einen Druck. So, nee, weiter geht's natürlich, klar. Na, jetzt, ja, klar, wieder. Das ist, da hängt der Rechner sich dann teilweise so ein bisschen auf mit. So, da bin ich wieder. Ja, ist eine scheiß Idee, wenn man Bildschirmkopie machen will. Da reagiert Andy richtig übelst schlecht drauf und bleibt einfach mal stehen. Ah, hier hätte ich gern das Dunkle. Es ist nicht viel. Ich weiß, dass es nicht viel ist. Aber es ist etwas. Und deswegen hätte ich das hier relativ gerne. Bevor der King kommen sollte. Die Tesla kann nicht so extrem weit schießen. Von daher sollte das gut passen. Kurz vorsichtig gucken. Ja, da kommt die Skelettfalle raus. Okay, passt. Und dann hier noch ein bisschen Spam. Und dann müsste ich auf jeden Fall das Dunkle bekommen und da relativ viel rausziehen. Ich würde jetzt mal sagen, so 150 bis 200 müssten das knapp sein. So, und hier machen wir dasselbe. Hier machen wir mal zur Abwechslung oder beziehungsweise zur Ablenkung vom Minenwerfer noch ein bisschen was hin. Jetzt wird es natürlich mit den Bogies ein bisschen tricky, aber ich denke mal, es sollte passen. Und zack, 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 zack. Ja, ich hoffe mal, dass der Magierturm sich da nicht zu krass ein. Ja, genau, so wollen wir das haben, dass die hier schön drauf gehen. Na, einwandfrei haben wir es doch, klar. Sind nur 200, aber bitte bedenkt, der King hat jetzt momentan auch nur 35k gekostet. Und da muss man halt eben wirklich sehen, wenn man jetzt natürlich rumheult und sagt, oh naja, das ist ja noch so ewig hin und die, ich sage jetzt mal, die 200 Dunkle, das lohnt sich ja gar nicht. Ja gut, okay, bis dann wird man nie so weit nach oben kommen. Fertig, aus. Kleinvieh macht halt auch Mist und deswegen ist das so in Ordnung. Langsam muss ich aber auch sagen, dass sich das hier langsam nicht mehr um Kleinvieh handelt und auch eventuell bald mal umgestellt werden muss, weil sonst verschenke ich einfach zu viele Ressourcen. Ich merke aber auch, dass die meisten halt wirklich nur Town Hall snacken und das war's. So, weiter geht's. Und zwar hatten wir, ich guck mal, für Gusua, die hatte ich vom Johnny, aber ich glaube, die hatte ich noch nicht. Geiler Scheiß auf jeden Fall. Aber wie gesagt, bitte, 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 ändere. Also es ist ja super, dass der Raid halt einfach gepostet wurde. Hier sieht man einfach wirklich. Ändere deine Strategie meiner Meinung nach, weil du, wenn du die Luckys wirklich so geil findest, was ich vollkommen verstehen kann, drop die bitte nicht zeitgleich alle so dicht beieinander. Es kommt eine Luftbombe und du bist am Arsch. Die Luftabwehr tut dir hier nicht viel, weil die keinen Flächenschaden hat. Aber trotzdem, das ist, du kannst da mehr rausholen, glaub's mir. Ich muss aber sagen, mir wäre der Loot einfach zu wenig gewesen. Aber das muss jeder selber entscheiden, ganz klare Kiste. Also wenn du natürlich sagst, gut, okay, aber es kann dir auch nicht um die Pokis gegangen sein, den hätte ich nicht angegriffen. Also auch wenn man dann dasteht zum Beispiel, boah, cool, der hat ja eine übelste What the fuck Base.
Das Ding hat sich nicht gelohnt. Ganz ehrlich, das hat sich nicht gelohnt. Da hast du fast drauf gezahlt. Also, wenn ich mir da DLX angucke, nee, aber gut, wie gesagt, das ist eine Sache, das muss jeder selber wissen. Ganz klare Geschichte. Ihr seid doch alt genug für Guzua mit Drachenloot. Ah, sehr geil, sehr geil. Sind wir mal ehrlich, das ist immer das Geilste, wenn ihr irgendwelche Anfänger, sage ich jetzt mal, habt, die halt wirklich noch keine Luftabwehr großartig upgradet haben. Ich meine, ganz ehrlich, was soll das hier? Ich meine, in dem Bereich, was wollte der denn schützen, Junge? Ganz klare Geschichte, da ist natürlich echt richtig geil, wenn man sowas hat, wenn man da die Drachen, da, du, das ist eigentlich schon totaler Overkill. Da hätten bis jetzt, würde ich sagen, fünf Drachen locker gereicht, locker. Und dann halt eben hier in dem Bereich vorher nochmal die Luftabwehr gekillt, ist ein totaler Overkill, hundertprozentig. Da braucht man nicht irgendwie lange mit COC dabei sein. Das ist der Overkill schlechthin. Aber ansonsten natürlich eine coole Geschichte. Auf jeden Fall, Loot war auch in Ordnung, klar. Passt. Zum ersten Mal gemacht. Gucken wir mal, was zum ersten Mal gemacht wurde. Ah, okay. Lava-Lunien. Ja, bei Lava, sorry, wenn ich jetzt wieder so viel quatsche. Bei Lava-Lunien ist halt wirklich zu beachten. Ihr braucht die Spells und die Spells brauchen halt wieder auch Zeit. Nicht mehr so lange wie früher, aber sie brauchen halt Zeit. So. Und die Truppen brauchen halt auch mega lange Zeit zum Ausbilden. Das heißt also, wenn ihr im oberen Bereich seid, Meister und schieß mich tot, ist das alles cool, aber jetzt, um zum Beispiel ganz normal unten irgendwie zu farmen, würde ich die Truppen nie verwenden. Weil es einfach zu lange Zeit braucht, zu viel Kohle bzw. zu viel Alex braucht und das war's. Ansonsten natürlich vollkommen in Ordnung, logisch. Also das lief und man muss natürlich immer Truppen zum Clearen am Ende bei haben. Sonst habt ihr echt ein Problem. Die Lava-Welpen, die Puppies, die machen sich hier das richtig gut. Also die gehen dann auch schon gut ran. Also ich sag mal, wenn man das zum Beispiel hat, man geht mit der Queen in eine Base rein und man hat in einer Hütte hier, in einer CB, vom Gegner hat man einen Lava-Hund. Der lacht sich natürlich einen ab. Aber kaum hat der erstmal die Lava-Welpen da am Start, geht das halt richtig gut los. Also auf jeden Fall, die darf man nicht vernachlässigen. Und guckt mal, King und Queen haben hier nicht wirklich was gemacht. Das waren alles die Welpen. Das ist halt wirklich so. Das geht halt krasser. Hier, guckt euch das mal an. Hier, perfektes, sehr geiles Ding. Das wollte ich doch zeigen. Einwandfrei. Also wie gesagt, die Welpen sind nicht zu vernachlässigen. Die knastern da richtig gut ab. Guck mal, was die Loons einfach viel zu langsam natürlich in dem Bereich dann und dann macht halt so ein Lava-Wölpe halt richtig was durch die Menge halt richtig gut was los. Ja, trotzdem muss man es nicht so krass sagen. Ich meine, das stimmt schon, da hat der Banger Music gar nicht so unrecht, das stimmt schon. Aber wie gesagt, so eine Raids sind schon vollkommen in Ordnung, bis wenn ich halt eben ein 100k-Raid sehe. Gut, das ist kein Raid, das ist normal Business. Hier richtig gemacht. In Kombination, nicht nur einfach die Riesen vorgeschickt, ja, das wird schon, sondern gleichzeitig dann den Rest noch mit reingeballert. Und dann ist das eine coole Nummer. Und auch der Zweier King, er macht sein Ding und schwingt sein Ding durch den Ring. In dem Fall meine ich natürlich das Schwert, das ist ja wohl ganz klar, oder? Ja, also das ist eine coole Sache. Also wirklich, der King ist im unteren Bereich einfach unbezahlbar. Er ist einfach eine kostenlose Truppe und er bringt halt richtig was. Nee, das läuft auf jeden Fall. Cooler Raid. Passt. Na, das Ding, genau. Ich wollte schon sagen, das wird noch ein One-Star. Ich würde mal sagen, dann haue ich hier einfach nochmal einen Cut rein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.